Hallo, ich grüße dich. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal in einer etwas anderen Location hier. Und ich möchte in diesem Video mal ein paar Punkte ansprechen, die ich natürlich immer wieder auch in meinen Telefonaten mit Unternehmen und Unternehmern wieder bespreche. Immer wieder, die zum Beispiel auch entweder bereits ein CRM eingeführt haben oder dabei sind, ein CRM einführen zu wollen. Auch viele KMUs, die sich damit eben noch überhaupt nie befasst haben. Stand 2022 immer noch ein Thema. Und häufig dann vielleicht auch ein Jahr lang schon ein CRM im Einsatz haben, Lizenzgebühren fleißig bezahlen, aber eben es nur dazu verwenden, sagen wir mal als Dateneinpflegetool. Und ein CRM ist natürlich viel mehr. Willst du wissen, was es noch alles sein kann, in 5 Punkten zusammengefasst, kurz und knapp und bündig? Wenn du mehr darüber wissen willst, kannst du mich gerne hier unten kontaktieren. Dann nehme ich dich mal mit hier an den Whiteboard. Bis gleich. So, ein CRM bedeutet letztendlich zum Ersten, dass du deine E-Mail-Software, deine Newsletter-Autoresponder-Software mit voll integrieren kannst. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, von wo aus du deine E-Mails versendest oder wer deine E-Mails versendet, welcher Mitarbeiter. Du hast alle Informationen gespiegelt, 1:1 gespiegelt in deinem CRM, als auch wenn du ein Outlook öffnen würdest oder dein Autoresponder-Tool, was auch immer du da für Software verwendest. Der zweite ganz wichtige Punkt ist Chat-Software. Immer wichtiger wird Chat-Software, häufig noch verwendet etwas irritierend, es mangelt dann noch etwas an der KI, also du gehst jetzt zum Beispiel auf irgendeine Webseite und dann kommt dann sofort so ein Chat-Software manchmal hoch und stellt dir irgendwelche komischen Fragen oder will irgendwas von dir, häufig noch etwas irritierend, aber wenn man es richtig verwendet, ist auch die Chat-Software sehr, sehr wertvoll, insbesondere zum Beispiel, wenn man einen E-Shop hat und zum Beispiel mit etwas älterer Audience, wenn man zum Beispiel Gehhilfsmittel zum Beispiel verkauft oder Rollstühle oder so ähnliche Geschichten für etwas ältere Semester, dann kann zum Beispiel so eine Chat-Software sehr, sehr, sehr hilfreich sein und entscheidend in der Customer Journey zur erfolgreichen Conversion auf deinem E-Shop. Deswegen auch hier diese Chat-Software voll integrieren ins CRM, sodass du letztendlich immer genau weißt, was man da die Vorgänge 1:1, die Kopie da drin hast. Das dritte ist die Telefonanlage. Eine Telefonanlage, die kann sowas von mächtig sein. Nur mal ein paar Beispiele jetzt. Du wirst zurückgerufen. Ja, wie häufig hast du, wenn du jetzt zum Beispiel hier über dein Smartphone telefonierst, du hast zum Beispiel dein Business-Telefon und rufst irgendwelche Neukunden an oder irgendwelche Interessenten, die noch nicht abgespeichert sind, und du wirst dann zurückgerufen und du stellst dir dann vor, ja, mein Name ist, wer ist dran und so weiter. Es ist so, so unglaublich wertvoll, wenn du hier sämtliche Telefone, Nummern, die du jemals rausgerufen hast, hier drinnen verknüpft hast, deine Telefonanlage mit deinem CRM, und immer genau weißt, wenn du zurückgerufen wirst, wer das jetzt genau ist, von welcher Firma, um welches Thema es geht. Unglaublich wertvoll. Es ist nur ein Beispiel. Weitere Beispiele sind Telefonanlage, wenn es zum Beispiel geht um SMS. Du schickst zum Beispiel SMS. SMS können genauso abgebildet werden wie zum Beispiel E-Mails in deinem CRM. Super, super wichtig. Also wirklich Gold wert. Deswegen mein Ratschlag an dieser Stelle nochmal: Schau dich um, dass du das richtige, vernünftige CRM findest und integriere alles in dieses Tool, bevor du richtig loslegst. Denn jeden Tag, wo du arbeitest und Daten generierst, die nicht voll integriert sind, umso mehr Arbeit hast du dann danach in der Reintegration, ja, all deiner Daten. Ja? Und in deiner Datensäuberungsaktion, all diese Themen. Der vierte Punkt sind externe Mitarbeiteranbindungen. Daran denken die allerwenigsten. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, dass du zum Beispiel Spitzen in deinem Unternehmen abfederst, indem du externe Ressourcen an dich bindest. Zum Beispiel, so wie wir auch arbeiten mit unseren Kunden, sind ja letztendlich auch externe Ressourcen, wo wir zum Beispiel im Vertrieb und Marketing unterstützen.
Backline-Marketing. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit, wenn du das richtige CRM hast, hast du hier die Möglichkeit, externe Mitarbeiter anzubinden, die genau nur dieses Subset an Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die sie auch sehen sollen, die sie dann zur Verfügung haben, um damit vernünftig arbeiten zu können. Sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr wichtig. Denn wenn man dann zwischen die Schnittstelle, hier keine Schnittstelle aufmacht, zwischen externen Mitarbeiter, die man vorübergehend vielleicht mal hat, und man damit Word und Excel hin und her schieben muss und dann irgendwelche Datenreibungspunkte gibt, entstehen dadurch. Fünfter, und den habe ich jetzt noch gar nicht notiert, fünfter Punkt, den ich jetzt ganz kurz in dem Video hier besprechen möchte, ist sowas von unglaublich wichtig. Und das sind Project Management Tools. Oder Software. Und insbesondere für Agenturen, aber auch für viele andere Unternehmensformen sind Project Management Tools unablässlich. Also speziell, wenn du mehr als 10 Mitarbeiter hast, dann wird es wirklich schwierig, den Überblick zu behalten, egal wie viele Teamleiter du einstellst. Du brauchst ja als Unternehmensinhaber oder CEO oder Head of SEA, Head of Google Ads, Head of Facebook Ads oder was auch immer. Du brauchst ja auch den kompletten Überblick über all deine Teams und über all deine Bereiche. Und da brauchst du einfach ein Project Management Tool. Also das bekannteste ist wahrscheinlich MS Project. Damit bin ich noch nie wirklich gut klargekommen. Ich bin auch nicht der Project Manager Typ. Dafür gibt es andere, die es besser können. Aber es gibt zum Beispiel sehr berühmte, sehr bekannte aus den USA Project Management Tools, die zum Beispiel wie Asana und Slack oder irgendwelche anderen Sachen. Und diese hier voll zu integrieren, auch ähnlich wie bei externen Mitarbeitern, das geht Hand in Hand häufig, denn bei, besonders bei Agenturen, die vom Projektgeschäft leben, sei es in der Entwicklung, im Design oder im Online-Marketing, egal welche Form von Agentur, musst du häufig externe Mitarbeiter kurzfristig mit anbinden in dein Projekt. Und über so ein Project Management Tool, wie zum Beispiel Asana, ja, ich schreibe es hier nochmal hin, Asana zum Beispiel. Kannst du das in dein CRM hier mit einbinden, und zwar so einbinden, dass die Leute, die das Project managen, ja, die operativ dann in dem Projekt mit involviert sind, eben nur so viel sehen oder das Projekt erst dann sehen, wenn es gewonnen wurde, zum Beispiel im CRM als Closed Deal, als gewonnener Auftrag zum Beispiel markiert wird, wird automatisch dann an alle Projektbeteiligten dann zum Beispiel hier eine Nachricht versendet. Und die sehen dann auch immer nur das, was sie sehen müssen innerhalb des CRMs. Die sehen zum Beispiel nicht, wie groß war das Volumen des Auftrags. Ja? Also zum Beispiel, wir gewinnen jetzt einen Auftrag von 1 Million Euro. Das muss ja nicht unbedingt die Entwickler und so weiter wissen, dass der ganze Auftrag insgesamt 1 Million Euro genau war. Ja? Die müssen eben nur das sehen, was sie sehen sollen. Und das ist eben der ganze Witz. Hier im Zentrum, im Core, ist das CRM. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da ein bisschen reinfuchst, reinschaut und anschaut, was es da gibt. Es gibt hier CRMs, die sind eher etwas günstiger, aber trotzdem sehr performant. Also ich würde mir mal sagen, ich schreibe jetzt mir mal ein paar hin. Pipedrive. Dann das nächste, etwas teurer, teilweise schon wesentlich teurer, je nachdem, wie viele Mitarbeiter du hast, ist HubSpot. Ja. Aber wenn du einen einigermaßen guten laufenden Laden hast, kannst du das auch locker bezahlen. Und dann geht es natürlich weiter mit Salesforce. Ja, das ist wahrscheinlich schon eines der teuersten, aber auch noch bezahlbar. Und dann gibt es natürlich noch andere Nischenprodukte, ja, wie zum Beispiel Siebel, ja, SAP CRM. Wovon die wenigsten, also die Firmen, die nicht unbedingt SAP in irgendeiner Art und Weise schon nutzen, wissen gar nichts davon, dass es von SAP auch ein CRM gibt.
würden gar nicht auf den Gedanken kommen, sich überhaupt in Richtung SAP zu bewegen, um sich ein CRM zu kaufen. Weil lange Zeit, also ich glaube so bis 2017 herum, SAP zwar immer einen automatischen Standard-CRM mit dabei hatte irgendwo, aber es so komplett stiefmütterlich behandelt wurde. Also letztendlich die Usability, die Funktionalitäten waren zwar vorhanden, aber das Handling mit dem CRM, mit dem alten SAP-CRM war relativ grauenvoll und deswegen war das nie ein Thema. Und jetzt versuchen sie halt natürlich seit 2017, letzten 4-5 Jahre, den Markt ein bisschen mit aufzuholen. Die haben die GUI komplett überarbeitet, Fiori basiert, letztendlich durchaus von der Benutzeroberfläche einigermaßen vergleichbar mit anderen altherkömmlichen Tools, wie zum Beispiel Salesforce CRM und HubSpot. War ursprünglich ja ein Marketing Automation Tool, nur kurz zur Erklärung. Ja, ich sehe immer wieder, dass viele das gar nicht wissen. Das war ursprünglich nur ein Marketing Automation Tool und hat häufig, also sehr, sehr häufig, auch aus den USA kommt, ist auch ein US-Tool, das ist auch ein US-Tool. Für manche ist das irgendwie von Bedeutung, obwohl es eigentlich bei den großen Tools überhaupt gar keine Bedeutung hat, denn alle großen US-Tools aus den USA kommend müssen DSGVO-konform und alles Mögliche sein. Also das könnten sie ja gar nicht so entsprechend ihre Marktanteile aufbauen in Deutschland und in Europa und in anderen Ländern. Die sind so mächtig und groß, die Firmen, da brauchst du keine Angst zu haben. Das ist also egal, ob das jetzt ein deutscher Hersteller ist oder nicht. Häufiger sind einfach die US-Tools ausgereifter. Manchen Aspekten funktioniert es dann nicht so gut bei den US-Tools. Da muss man sich halt dann sozusagen genauer damit befassen, was man eigentlich will. Ja? Also das kann ich jetzt hier nicht alles in diesem Video abdecken. Ist auch logisch. Es wird dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr komplex. Also für KMUs, sagen wir mal bis 100 Mitarbeiter oder so, ist das hier recht gut. Ja, so ab 100 Mitarbeiter oder was heißt Mitarbeiter, wichtig ist ja, wie viel Umsatz du machst. Ja. Ich würde mal sagen, so ab 1 Million Euro Umsatz kannst du auch HubSpot nehmen. Ja. Aber du kannst auch Pipedrive nutzen bis 100 Millionen Euro Umsatz und mehr. Also ich kenne Firmen, auch IT-Firmen, die das sehr, sehr erfolgreich nutzen, insbesondere IT-Firmen, die sehr viele Closings haben, also die Produkte verkaufen, wo nicht so sehr stark Projektgeschäft sind, sondern eher Produktgeschäft. Ja. Da funktioniert Pipedrive zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Was ich noch vorhin sagen wollte, also häufig in der Vergangenheit wurde HubSpot in Kombination mit Salesforce genutzt, Salesforce als CRM, HubSpot als Marketing Automation Tool, deswegen funktionieren nach wie vor heutzutage auch diese Tools sehr, sehr gut in Kombination. Mittlerweile will es mehr oder weniger jede Softwarefirma alles machen und von allen Kuchen ein Scheibchen abhaben, das heißt, Marketing Automation Tools wurden hier dazu gekauft mit Pardot und dieses andere Cycle irgendwas. Zwei verschiedene gleich Marketing Tools. Das sind auch einige von den Usern im Markt, sind aber ein bisschen irritiert, weil sie sich jetzt nicht genau auskennen. Jetzt gibt es plötzlich zwei Automation Tools und so. Und deswegen ist nach wie vor HubSpot sehr häufig gerne genutzt, weil hier weiß man einfach, okay, das ist ein voll integriertes Tool. Kommt aus dem Bereich Marketing Automation, ist aber auch ein cooles CRM super voll integriert. Bei Pipedrive hat man auch ganz viele Add-on-Möglichkeiten. Also es ist eines der meistgenutztesten CRM-Tools da draußen weltweit mittlerweile für KMUs. Also hier nochmal für KMUs. Ja, aber letztendlich kannst du auch hiermit starten. Ich meine, ob du jetzt halt im Monat, wenn jetzt ein vernünftiges, also wenn jetzt nicht quasi so ein ganz kleiner Startup bist, wenn du jetzt ein Unternehmen bist mit ein paar hunderttausend Euro Umsatz im Jahr, spielt es wirklich keine Rolle, ob du jetzt halt 1.000 Euro oder 2.000 Euro bezahlst für deine im Jahr für deine Lizenzkosten. Ja, also von daher. Okay, so soll es gewesen sein zum Thema CRM. Ich sehe sehr, sehr viele auch Industrieunternehmen und so weiter und so weiter. Die da sozusagen noch Bedarf haben und vielleicht, wenn du jetzt auch ein Startup bist oder so, ja, vielleicht hat dir das Video weitergeholfen, so ein kleiner Wrap-up und dann würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst auf YouTube, wenn du das Video siehst auf YouTube, Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wollte einfach mal ein Video zum Thema CRM machen, weil ich halt sehr viele Gespräche auch in den letzten Wochen, Monaten geführt habe mit Unternehmen, die teilweise bis zu 1 Milliarde machen aus der Industrie.
und noch gar kein CRM haben. Und teilweise zwar ein CRM haben, es aber fast gar nicht nutzen und einfach die Lizenzen nur wieder loswerden wollen, weil es einfach nicht genutzt wird, sondern nur die Lizenzen werden einfach wiederkehrend bezahlt und der Hersteller freut sich und reibt sich die Hände, bekommt das Geld, aber dem Hersteller ist es ja egal, ob du es nutzt oder nicht oder wie gut oder wie schlecht. Und ja, Dienstleistungsunternehmen, die machen sich da eben etwas mehr Gedanken, weil es ist eben der Geschäft. Von daher immer dir auch einen Experten suchen, einen Dienstleister, der sich damit auskennt, mit der Usability und was, wie man das meiste und das Beste, zuerst weiß ich, CRM vielleicht das Beste für dich ist und zum anderen, wie du das meiste rausholst. Ja, häufig ist es auch so, dass der Hersteller, wie zum Beispiel Pipedrive, dann auch seine ganzen Partner hat natürlich, die ihn dabei unterstützen. Also, so viel soweit, so gut in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Happy Hunting, Daumen hoch und ich hoffe, es hat dir irgendwie weitergeholfen, dieses Video. Es ist jetzt Freitagabend, 18.30 Uhr. Habe gedacht, nehme mir noch die Zeit und mache dieses Video. Bis dahin, dein Thomas Klein und ciao.